Montagsmaler am Sonntag früh hier im Dritten. Ja. War schön, nicht? Das war toll, weil da kommen so Nostalgiegefühle auf. Ja, bei mir zumindest. Weil ich habe sie ja alle gehabt, ich habe sie alle gekannt. Ja. Ja, und du hast sie alle überlebt. Bis jetzt noch, ja. Ja. Mhm. Wir kommen zu einer Sendung, das ist vielleicht die erfolgreichste Sendung, die es jemals am Samstagabend mit Wetten, dass vielleicht zusammen gab. Doch nicht die Rudi Carell-Show, nein. Nein. Nein, die wirklich. Also die, ach, die richtig erfolgreiche Sendung. Die mit den drei Buchstaben, EWG. Hm. Einer wird's gewinnen. Ich weiß noch, die hat moderiert ein sehr berühmter Talkmaster damals und auch ein Showmaster. Und ein, der hat die Weiber mal so angebaggert. Wie hieß der Name noch? Kuhlenkampf. Kuhlenkampf, ja, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Man muss wirklich mal drauf achten, er war schon sehr den Damen zugeneigt. Das kann man so sagen. Nicht? Was man ja bei heute von vielen Quizmastern nicht mehr sagen kann. Überhaupt nicht. Es gibt viele, die sind dann lieber, lassen wir das. Aber wir können erzähl mal ein bisschen aus der Zeit, wo du in Paris in einer Transitgruppe im Alka-Seltzer... Ja, komm. Ja. Nein. Aber... Wir werden ja auch so oft gefragt, wie das denn mit den Gewinnen ist. Ich habe mir das mal rausschreiben lassen. Die erste Sendung, die Kuhlenkampf gemacht hat, 1953, Wo bleibt deine Schulweisheit, hieß diese Sendung. Damals konnte man gewinnen, maximal, halten Sie sich fest, 50 Mark. Das ist so viel wie heute 300.000 Euro. Ja, das mindestens. Ja. Dann gab es EWG, da bekam der Sieger jeweils 5.000 Mark, ab 1979 dann 8.000 Mark. Und die, die ausgeschieden sind, bekamen diese EWG-Münze im Werte von 2.000 Mark. Mhm. Damit konnte man damals Menschen glücklich machen. Aber man konnte auch damals Kühlschränke gewinnen. Mhm. Manche haben ihren sogar geheiratet. Ja. Bei Carell am laufenden Band gab es das Fragezeichen und den Strandkorb. Daran kann ich mich noch erinnern. Also auf jeden Fall eine Folge aus dem Jahre, als der erste Mensch den Mond betrat. 1969. Muss im Spätsommer gewesen sein, ich kann mich noch daran erinnern, an die Mondlandung. Ach so, aber nicht an die Sendung. Nee. Vielleicht doch. Wir gucken zusammen, es ist ein früher Morgen und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei EWG mit Herrn Kuhlenkampf. Und zum Schluss kommt nur der Gag. Also bleiben Sie noch auf bis fünf oder wie lange das dauert, wo Martin Jente meistens den Gag versemmelt. Genau, und Kuhlenkampf, man sah es ihm richtig am Gesicht, dann war stinkesauer darüber. Wenn also, der mal einen Lacher hatte. Ja. EWG von 1969, auch dabei viel Spaß. Herzlichen Dank. Dankeschön, das war sehr ausgiebig und schön, bleiben Sie dabei dieses Jahr. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend, liebe Fernsehzuschauer im In- und Ausland. Zunächst ein wenig verspätet, aber wir haben uns ja vorher nicht gesehen. Ein glückliches und gesundes neues Jahr. Ist zwar schon über drei Wochen her, aber man kann es immer gebrauchen. Seeleute wünschen sich in einem Fall immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Das Land übertragen, ich sage, ich wünsche Ihnen immer einen 10-Mark-Schein mehr, als Sie brauchen. Das ist ja auch nicht schlecht. Nun, wenige Wochen haben wir es nicht gesehen, schon wieder eine ganze Menge passiert. Ne? Wir wissen jetzt endlich, wie der Mond von hinten aussieht. Genau wie von vorne, haben wir festgestellt. Beim Mond ist nicht so schlimm, bei einer Dame wäre es viel unangenehmer. Ne? Aber das hat die Russen natürlich nicht ruhen lassen, die sind umgestiegen. Aber muss man sich mal vorstellen, wir haben das doch alles mit großem Interesse verfolgt. Und das Fernsehen war ja sehr aktiv, hat das alles genau gezeigt, live, original und in Farbe. Das ist fantastisch. Also wirklich, es lohnt sich direkt, sich deswegen im Fernseher wahrzukommen. Und die Russen sind dann umgestiegen im Weltraum, auch eine große Leistung, zwei Mann umgestiegen im Weltraum. Ist heute schon einfacher, wie im Berufsverkehr von einer Straßenbahn in die andere kommen abends. Was war noch? Bei uns war auch einiges los, ja.
Naja, in Amerika ist ein Präsident gekommen. Und, naja, wenn man es überlegt, ist das alles ganz anders. Eine ganze Menge geschehen in diesen Wochen. Und wenn man also umherblickt in der Welt, ob man nach Spanien blickt oder nach Vietnam oder auch wohin man immer schaut, es ist entsetzlich. Und darum meine ich, sollten wir jetzt wieder die Gelegenheit ergreifen, mit 8 Nationen friedlich und gemütlich einen Abend zu verbringen, einmal 2 Stunden nicht an Politik, Hass, Nationalitäten, Skandale und so weiter denken. Dann wollen wir uns mal so mal wieder richtig schön langweilig. Ich meine, da gebe ich auch den Kritikern gleich wieder einen Aufhänger. Auch das ist ja wichtig und schön. Richtig schön langweilig. Machen Sie die Flasche auf, setzen den Sessel zurück und gucken Sie. Richtig friedlich und schön. Ärgern kann man sich hinterher wieder. Ich habe mich vorher auch heute geärgert. Aber es macht nichts. Also, auf geht's. Nicht ohne Willy Berking zu begrüßen. Willy, guten Abend. Es geht dir gut. Du bist sehr elegant. Jedes Mal übertrumpft du mich. Ich habe gesagt, Willy, du bist sehr elegant. Er sagt bescheiden, wie er nun mal ist, wie immer. Du hast ihn. Und Doris und Elke dürfen nicht fehlen. Darf ich euch begrüßen? Guten Abend, Elke. Guten Abend, Doris. Böse Zungen haben schon gesagt, wir hätten kein nettes Verhältnis miteinander. Ich weiß nicht, woraus man das geschlossen hat. Der Uschi hat mir ein zu nettes Verhältnis nachgesagt, mit dem habe ich kein nettes Verhältnis. Es ist immer friedlich und nett und gemütlich bei uns. Vielleicht ist das manchen ein bisschen zu langweilig, deswegen schreiben sie was drüber. Aber lieber langweilig und gemütlich und weniger Skandal. Nun, meine Damen und Herren, da kommen Sie, 8 Kandidaten aus 8 Nationen. Darf ich Sie bitten, meine Damen und Herren, Willy, du unterstützt Sie wieder. Wenn Sie sich hier in einem Halbkreis aufstellen. Dankeschön. Versuchen Sie, einen Halbkreis zu bilden. Dann haben wir es leichter. Guten Abend. Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Vorweg etwas möchte ich heute einmal sagen. Wenn Sie mich nicht verstehen, ich meine rein phonetisch nicht verstehen, und den Inhalt dessen, was ich sage, ob Sie mich menschlich verstehen, das können wir heute Abend nicht feststellen, dann fragen Sie mich bitte gleich. Sagen Sie gleich, ich habe es nicht verstanden. Dann wiederhole ich das so lange selbst oder mit Hilfe irgendwelcher Dolmetscher, bis wir ungefähr wissen, was wir wollen. England, 54 Pfund. 54 Pfund. Das ist doch das gute alte Pfund. Als wir das druckten, war es an sich noch ein bisschen besser, aber es sind immer noch 54 Pfund. Darf ich mitnehmen? Das dürfen Sie mitnehmen, aber natürlich. Versuchen Sie mal bei der Bank von England, vielleicht können Sie es einlesen. Israel, 476 israelische Pfund. Danke. Frankreich, 618,4 Franken. Frankreich? Bitteschön. Tschechoslowakei, 4.762 Tschechenkronen. Ungarn, 1.467 Forint, das sind Sie. Deutschland, 500 Mark. 500 Mark. Österreich, 3.250 Schilling. Und die Schweiz, last not least, 546 Schweizer Franken. Und das alles zusammen sind 4.000 Mark. Und der Letzte, der Glücklichste, der Überlebende, der Letzte, der kriegt alles, was die anderen verloren haben, nämlich 4.000 Mark. Ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen und wünsche uns allen einen angenehmen Abend. Darf ich die Herren aus der Tschechoslowakei und aus der Schweiz bitten, hier zu bleiben? Die anderen sind so freundlich, setzen sich oben hin, lassen sich von Herrn Martin ein Glas Sekt geben, aber nicht mehr als eine halbe Flasche. Den Rest dann lieber hinterher, das haben wir ja auch schon alles erlebt. Ich trete zwischen Sie, wenn es recht ist. Guten Abend. Die können, wollen Sie ablegen? Ja. Ganz oder nur das? Nur das. Doris, bist du mal so nett, die Herren wollten ablegen. Darf ich Sie jetzt endlich begrüßen? Darf ich meine Hand hinstrecken? Künis. Herr Künis aus der Schweiz. Ja. Kripp aus Prag. Kripp. Kripp. Ich will auch zusprechen. Kripp. Das ist richtig. Nee, ich spreche immer ein I, nicht? Ganz richtig. Kripp. Das ist richtig. Kripp. Das ist schön. Wenn Sie müssen prominent werden, wenn Sie Autogramme geben. Immer nur Kripp, 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 Kripp. Und was machen Sie in der Schweiz? Sie sind Lehrer, ich weiß es. Ja. Ich habe nämlich ein Telegramm bekommen von einer Klasse von Ihnen. Das liegt unten bei mir in der Garderobe. Das muss ich Ihnen nachher geben. Dankeschön. Und da wartet man schon voller Spannung. Wo sind Sie Lehrer? Am Städtischen Gymnasium in St. Gallen. Am Städtischen Gymnasium in St. Gallen. Ihre Klasse schaut zu. Doppelt bewundere ich Ihren Mut. Ich finde es nett und schön, dass Sie gekommen sind.
werde dafür sorgen, dass Ihnen nichts passieren kann. Ob Sie gewinnen? Die dürfen noch einmal lachen. Die dürfen auch einmal lachen. Ja. Haben Sie im Unterricht nicht zu lachen bei Ihnen? Sind Sie streng? Ja, ja. Tatsächlich? Ja. Was unterrichten Sie? Chemie. Chemie. Könnte mir nichts passieren, davon verstehe ich überhaupt nichts. Ja, Sie kommen aus Prag? Ja. Gute Reise gehabt? Danke. Ja, was ganz machen Sie in Prag? Ich arbeite bei einer Handelsfirma. Handelsfirma. Also hier sagt man kaufmännischer Angestellter, stimmt das? Ja. Prokurist? Noch nicht. Disponent? Disponent. Disponent, ja, das sagt man hier ja auch. Herr Krips, Sie sind ein bisschen nervös. Sie machen das zum ersten Mal. Sie, ja. Haben Sie es schon mal gesehen? Haben Sie es mal gesehen in ja, Tschechien? Letztes Mal im Dezember. Letztes Mal im Dezember haben Sie es gesehen. Jetzt frage ich mich, sind Sie deswegen so nervös? Ja, deshalb. Da passiert doch hier gar nichts. Nein. Fast gar nichts. Eine kurze Ruheminute, damit Herr Krips sich beruhigt. So, ich beginne gleich mit Ihnen. Sie sind so nett, Herr König, und setzen sich dorthin. Sie können zuschauen. Herr Kripp, verstehen Sie was von Baustilen? Es gibt doch Romanik, Gotik, Renaissance, Barock und so etwas. Sie werden versuchen. Schauen Sie, hier haben wir das für Sie. Vier Baustile. Ich gebe sie Ihnen vor sogar. Das ist Renaissance, das ist Barock, das ist Gotik und das ist Romanik. Romanik. Jetzt müssten Sie von links nach rechts die so ordnen, wie sie also zeitlich auch gewesen sind im Laufe der Geschichte. Mhm. Fangen wir an mit? Ja. Überlegen Sie, bitte. Das ist alles vollautomatisch. Mhm. Also hier? Da fangen Sie an und dann geht es hier so weiter, gut. Weil der andere die nächsten kriegt, nicht wahr? Ja. Bitte schön. Brauchen Sie nur anzusprechen, die Gebäude bewegen sich von selbst, ein Wunder der Technik. Und was ja, Sie richtig. Ihnen sagen, so bewegen. Wir sagen vor, zurück, rechts, links, das machen die alles. Fantastisch. Alles mit Computer und Elektronik, Fabler. Vorsichtshalber haben wir noch einen Mann dahinter gestellt, weil es dann klappt natürlich, natürlich noch besser. Bitte schön. Fangen wir an. Also, zuerst werden wir Romantik, ja? Romanik. Romanik am ersten Platz. Romanik am ersten Platz. Romanik, bitte? Romanik, ja. Romanik. Romantik ist auch sehr schön, aber... Nein, ja. Romanik ist besser. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Ja, und was käme dann? Am Gotik. Gotik. Rechtsschwenkmarsch. Das ist nicht zauberhaft, wie das... Hab mich heute auf der Probe schon so begeistert. Und was haben wir nun noch? Dann müssen wir weiter nichts machen, dann bleibt... Renaissance, Vormarsch, Marsch. Barock. Ja, bleibt da, wo es ist. Ja. Barock ein bisschen aufschließen, ja? Jawohl. Romanik, Gotik, Renaissance, Barock. Was hat das wieder für volksbildenden Charakter, was? Ja. Das ist nicht wundervoll. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Darf ich Sie bitte, Herr Kühl? Jetzt geht's weiter. Darf ich mal die Nächsten bitten? Jetzt geht's weiter. Ich sage sie Ihnen an, die Stile, die Baustile. Da haben wir Rokoko, da haben wir Jugendstil, Klassizismus oder Empire oder Directoire, wie Sie es nennen wollen, und sogenannten Historismus. Das ist so, wissen Sie, Gründerjahre und davor so, gibt es so neugotische Kirchen und Neuromanik, das nennt man also Historismus. Und wie wollen wir es jetzt weitermachen? Also bei Barock sind wir stehen geblieben. Rokoko, Jugendstil, Klassizismus und Historismus. Ja. Rokoko als erstes. Rokoko. Rokoko, einen Schritt vor. Komm. Wunderschön. Klassizismus als zweites. Klassizismus daneben. Der Herr beim Jugendstil mal ein bisschen zurücktreten. So. Und dann lassen wir den Jugendstil noch etwas vortreten. Den Jugendstil lassen Sie etwas vortreten. Und den Historismus ganz rechts. Ja, da haben Sie zwei richtig, die beiden sind verkehrt. Erst kommt der Historismus und dann kommt der Jugendstil. Aber es geht noch weiter. Das waren also zwei Punkte für die Schweiz, vier für die Tschechoslowakei. Darf ich Sie jetzt wieder bitten? So, angenommen, Sie verreisen. Wenn einer eine Reise tut, heißt es bekanntlich, da kann er was erzählen, aber er kann auch was bezahlen, selbstverständlich. Und dazu braucht er also die Währung des entsprechenden Landes. Hier haben wir zwei Spezialisten. Guten Abend. Guten Abend. Die Herren sind wirklich also bei der Bank und kennen sich also mit Devisen aus. Das sind Ihre Länder. Das sind Ihre Länder, die dort hinten stehen. Und Sie gehen jetzt nur hin und verlangen die Währung. Wir wollen nicht rechnen, wir wollen nur wissen, nicht? Also Dollar oder... Was es eben ist, Franken oder so. Bitte, gehen Sie, verlangen Sie, dann bekommen Sie Kuverts und ich werde die dann kontrollieren.
Wie viel ist egal? Wie viel ist egal? Nur die Währung wollen wir wissen. Das ist im Kuvert schon drin. Ich glaube, es sind sogar mehr als 100. Dann 4 Österreich. Warum so bescheiden? Wer hat da mehr reingepackt? 100 Mark ist er für 100 Mark? 100 Mark Schilling. Genügt. Bitte schön. Für Albanien. Lex. Schon kassiert? Ja. Nehmt es Ihnen nicht ab. Sie kriegen es ja leider auch nicht. Wir wollen jetzt nur mal gucken. Bitte? Wir haben alles. Sie haben alles, wir haben ja auch alles. Jetzt wollen wir mal nachgucken, ob das stimmt. Algerien. Wollen wir mal schauen. Ja, da sehe ich ja schon arabische Schriftzeichen und französische Schrift. Ausgezeichnet. Dinars, 5 Dinars. 5 Dinars. Und was haben wir da noch? Wie viel haben Sie mir gegeben? 100 Mark? 100 Mark, ja. 100 Mark gewechselt. Man soll ins Ausland fahren, da hat man viel mehr Geld. Und das sind 10. 10 Dinar. Sehr schön. Kann man das leicht nachmachen? Nee, auch nicht. Komisch. Da sind die Eigen. Das war richtig. Also machen wir gleich weiter. Ein Punkt für die Schweiz. Weiter geht's. Wo waren Sie noch? Portugal. Escudos. Jawohl. Banco de Portugal. 100 Escudos. Schön. Wer ist denn das hier? Mhm. Wollen Sie mal sehen, hier 500 Escudos. Wie viel sind 500 Escudos? Ungefähr 70 Deutsche Mark. Ungefähr 70 Mark. Ja, wollen wir doch schon aufpassen, dass er nicht verschwindet, der Schein, ja? Bitte schön. Schön. Was ist das hier noch? Ah, auch noch Portugal. Jetzt geht's weiter. Holland. Gulden. Jawohl. 10 Gulden. Da kriegt man nicht ganz so viel. Wie viel kriegt man da? 91? Ja, 10% weniger als die Deutsche Mark. 10% weniger? Also 90 Gulden für 100 Mark ungefähr. Müssen wir doch aufwerten. Gott, es war nur ein Scherz. Herr Blessing, brechen Sie nicht zusammen. Herr Strauß, Herr Schiller, um Gottes Willen, haben gesagt, der macht die Reklame für die Aufwertung. Man kann es ja auch anders machen, haben wir ja gesehen, nicht? Komm, genauso. So. Und was haben wir hier noch? Irland. Irische Pfund. Irische Pfund, die gelten, so viel ich weiß, der Engel wird das wissen, nur in Irland. Stimmt's? Ich glaube ja. Aber die englischen Pfund gelten auch in Irland. Jedenfalls, als ich mal die Ehre hatte, da zu sein, da war der ein bisschen sauer an der Bank, weil ich englische Pfund wollte, weil wir nach England weiterfuhren. Da sagte, warum nehmen Sie keine irischen? Da habe ich gesagt, so viel ich weiß, gelten die nicht in England. Hätte man wieder tauschen müssen, verliert man jedes Mal. Sieht, das sieht aus wie unser früherer Fernsehdirektor. Der da drauf. Nee, nicht zeigen, das ist er beleidigt. Nicht zeigen. Und gleich ist ein echter Charakterkopf. So, schön, ich danke Ihnen. Das ist alles richtig. 4 Punkte. Jetzt darf ich mal hier sehen, was hier los ist. Österreich, na, da kenne ich mich aus. 500 Schilling, das ist schön, die müsste man. Sehr fein. Gut, ist richtig. Ein Punkt, Tschechoslowakei, jugoslawische Dinar. Ich gucke nämlich immer rein, wenn nämlich Papier drin ist, dann haben Sie sich geirrt. Das sind jugoslawische Dinar. Kennt ja jeder Ferienreisende, nicht wahr? Bitte schön. Und das sind Lek. Albanien. Albanien. Hätten Sie es gewusst, kann ich dann nur fragen. Nicht? Wenn man bei uns Leck sagt, kriegt man nichts. Njekien. Können Sie das lesen? Können Sie das lesen? Nein. Kann jemand zufällig? Das ist mir tatsächlich, ist mir so rausgerutscht. Jetzt hinterher finde ich es auch ganz gut. Aber allerdings, es geht ein bisschen an die Grenze. Also wem es nicht gefallen hat, der soll es schnell vergessen. Kann ein Mensch das lesen? Ist hier jemand, der zufällig Albanisch kann? Wird doch ein Mensch Albanisch können in einer Weltstadt wie Wiesbaden? Keiner? Sie auch nicht? 8 Nationen. Dann können nicht mal das Geld von den anderen Leuten erkennen. Oh Gott, oh Gott. Njekwind Lekke, kann das überhaupt, was? Nach Tirana fahren wir nicht. Fahren Sie nicht? Nein. Ach nein, oh Gott, da fahrt ihr nicht. Muss man so aufpassen, nicht? Da fahrt ihr nicht. Ja, vielleicht fahren wir später mal wieder. Hm? Fahren wir zusammen. Vorläufig fahrt ihr immer zusammen. Wir fahren ja alle zusammen, wenn Sie Albanien hören. Was haben wir denn hier? 500. Das kann ich überhaupt. Können Sie diese Buchstaben, kyrillische, lesen? Trapeza. Das kann er. Ja. Ich hoffe. Woher haben Sie es gelernt? No, kyrillische Griechisch. Buchstaben. Griechisch. Griechisch. Ja, auf dem Gymnasium. Manchmal. Und, können ja, Sie auch Griechisch? Nein. Ich kann auch nicht Griechisch. Ein Glück, ich kann nämlich auch nicht. Ja. Wir sind in der Überzahl. Wenn die Dummen in der Überzahl sind, hat der Richtige, der Intelligente immer Unrecht. Sehr gut. Jawohl, ich danke Ihnen. 500. Wollen wir mal schauen? Wollen Sie mal schauen, wie das aussieht? Aber es ist auch gemein, am Abend den Leuten Geld zu zeigen zu Hause, ne? Und es dann immer wieder wegzuziehen. Nein, das machen wir nicht. Das waren 4 richtige. 4 richtige und das waren auch
Vier richtige, jetzt sieht wie aus? 8-6. Den Vorsprung aber nicht mehr aufzuholen, Herr König. Wir sehen uns noch einmal, Herr Kripp, in der Zwischenrunde. Ich danke Ihnen. Herr König, ich danke Ihnen auch. Die Schüler, was können die Schüler schon sagen? Dass ihr Jugendstil und Historismus, hätten die auch nicht gewusst. Nein. Ne? Ich hab's gewusst, weil man sich heute auf der Probe gesagt hat. So, und hier, die ersten beiden habe ich auch vorher gewusst, ne? Vier Goldstücke, reicht gerade für Manschettenknöpfe. Ja. Ich danke Ihnen, Herr Kühni. Vielleicht sehen wir uns in St. Gallen. Ja. Ich fahre jetzt wieder in die Schweiz zurück. Vielleicht. Kommen Sie bei mir. Dann nehme ich Unterricht bei Ihnen, wenn ich gar nichts wissen. Ich danke Ihnen. Meine Herren, ich danke Ihnen. Wir werden rausgefahren. Der moderne Bankschalter ist fahrbar gemacht. Meine Herren, gute Reise. Grüßen Sie Ihren Direktor von mir, ja? Herzlichen Dank. Jawohl, Dankeschön. Die Damen aus Österreich und aus Deutschland, schon sind Sie da. Guten Abend, Sie kommen aus Deutschland. Von wo kommen Sie? Aus Bredstedt. Bredstedt, ist das in Norddeutschland? Ja. Hätte ich immer gesagt, sehen Sie? So zwischen Hamburg und Kiel, oder wo ist das? Nein, zwischen Husum und Westerland. Zwischen Husum und Westerland, aber Westerland liegt, also zwischen Husum und Nibül, würde ich sagen. In Westerland ist ja schon auf der Nibül. Insel. Ja. Wer kennt Nibül nicht? Alle Nacktbader müssen über Nibül, nicht? Aber sie müssen sich nicht in Nibül schon ausziehen, das machen sie erst. Wir müssen überhaupt nicht. Wir müssen überhaupt nicht. Und wo baden Sie? Wo kommen Sie her? Aus Graz. Aus Graz, wunderschöne Stadt. Ja. Wie geht's in Graz? Was treiben Sie in Graz? Ich studiere. In Graz studiert man Jura, soviel ich weiß. Nein, Medizin auch. Auch Medizin? Ja. Früher hieß es, Jura wäre in Graz am leichtesten, ne? Ja, ehrlich, früher hieß das. Oder was Innsbruck. Es gibt doch immer so Universitäten, denen der Ruf vorausgeht, da ist Medizin leicht. Und das stimmt natürlich nie. Weil natürlich die Professoren, die das ja auch wissen, sagen, bei uns wollen wir mal zeigen, wie schwer es ist, ne? Wie weit sind Sie? Im 9. Semester. Schon? Mhm. Können Sie schon einen Puls fühlen? Ja, kann ich. Ja? Der geht jetzt natürlich ein bisschen höher, das müssen Sie abziehen. Das müssen Sie abziehen. Und was machen Sie in Bredstedt? Ich bin... Kommt doch ein bisschen näher, da muss ich nicht... Wissen Sie, ich habe nämlich hier ein kleines... Ist kein Schmuck, das ist ein Mikrofon. Das ist ein ganz besonders schönes. Aber ein bisschen näher müssen wir schon. Was machen Sie in Bredstedt? Ich bin an der Pädagogischen Hochschule in Flensburg. Und werden Lehrerin? Ja. Was wollen Sie denn mal unterrichten? Ich muss alles. Sie müssen alles? Ja. Na ja, schlecht. Auch Turnen? Ja. Habt ihr da auch Unterricht, Turnen? Ich bin doch so ein großer Fanatiker, dass ein bisschen mehr geturnt wird. Einmal in der besser. Woche zwei Stunden. Einmal in der Woche zwei Stunden. Wann sind Sie denn fertig? Wann werden Sie denn auf die Jugend losgelassen? In einem Jahr. In einem Jahr. Ja, bis dahin kann ich mich so weit nicht verjüngen. Jetzt war auch täglich jünger, sagt der Maskenbildner. Nun, dann wollen wir mal, nicht? Schauen wir uns mal gemeinsam die Leinwand, ist mir schon runtergekommen, bevor die nun weiter runterkommt. Gehen wir mal hier ein bisschen vor. Berühmte Karnevalsumzüge aus der Welt, international, sollen Sie erkennen. Schauen Sie gut hin, es sind vier. Ja? Willi, du bist so nett, machst ein bisschen Musik dazu, damit es ein bisschen nach Karneval klingt. So, darf ich mit Ihnen anfangen, der Kandidatin? Und Sie sind so nett und gehen da drüben hinein. Doris ist so nett und begleitet Sie. Darf ich Ihnen meinen Arm bieten, weil Sie trauen sind? So. So. Fräulein Doktor, ins B. Wollen Sie, ja, die Tür ist zu. Was glauben Sie, was waren das jetzt für Karnevalszüge? Der erste könnte sein? Dürfte aus Kuba gewesen sein. Nein, die Musik war sehr hübsch, ja. Der war aus Rio. So weit ist also der noch nicht, dass er nun also... Brasilien auch schon dazugehören. Der zweite? Die Reihenfolge ist auch egal. Aber das waren also berühmt wegen seiner großen Wagen, die alle maschinell betrieben werden. Nicht so wie bei uns mit Männchen dahinter, sondern da sind richtig Motoren drin. Da sind also viele Leute drin. Ne? Amerika? Nein, es war Viareggio. Jede bessere Illustrierte
zeigt das im Karneval, den Karnevalszug von Viareggio. Und der dritte war, das haben Sie erkannt. Mainz? Köln? Köln will ich akzeptieren, dann muss ich Mainz leider nehmen für Basel. Die Basler werden mir verzeihen. Einen haben wir. Sie machen sich nicht viel aus Karneval, ne? Sie sagen Sie, nee, keine Expertin für Karneval. Nein. Da müssen Sie mal kommen nach Mainz zum Rosenmontag oder nach Köln. Ich bin überzeugt, wenn ich das jetzt in die Kamera hinein sage, werden Sie Einladungen kriegen, so viele Sie brauchen, für Köln und Mainz, für den Rosenmontag so. Ich habe früher das Vergnügen gehabt, in Mainz hier zweimal für den Hessischen Rundfunk eine Reportage zu machen über den Rosenmontagszug von einem Geschäft aus, von einem Balkon, sturzbetrunken mit Gottfried Hoster. Es war immer sehr schön für uns, für die Hörer weiß ich nicht. Es gab Linsensuppe mit Würstchen und viel zu trinken und Bonbons haben wir geworfen und uns gegenseitig das Mikrofon in die Hand gedrückt. Und haben auch das damals schon bezahlt bekommen. Ich danke Ihnen. Bitte nehmen Sie Platz. Einen Punkt für Israel. Ja, jetzt darf ich die andere junge Dame bitten. Fräulein Dahl, Renate aus Brettstedt. Haben Sie Karnevalszüge erkannt? Zum Beispiel der erste. Rio. Das war Rio. Gut, einen haben wir schon. Muss ich die Reihenfolge? Die Reihenfolge ist egal. Köln hat man gesehen an diesem wirklich intensiven Humor, nicht? Die da applaudiert haben, Fernsehen hat zugeguckt. Beim Humor hört der Spaß nämlich auf, das sage ich Ihnen. Ja. Mainz? Nein, wir wollten etwas origineller sein. Wenn wir schon Köln haben, haben wir Mainz nicht genommen. Und Köln und Rio sind schon zwei. Einer ist also die Binsen gegangen. Jetzt kann ich Mainz nehmen, für welchen Sie wollen. Also Sie haben noch zwei Möglichkeiten. Der zweite? Venedig? Nein. Zu spät, du rettest den Freund nicht mehr. Das war Viareggio und das andere war Basel. Bitte die Basler um Verzeihung. Ich komme nämlich nächsten Monat hin. Ich kann nichts dafür, weil die Basler sind mit Recht sehr stolz auf ihre Fasnacht. Aber Sie sehen, sie kann noch populärer werden. Das ist immer schön, wenn man noch was vor sich hat. Ich danke Ihnen. 2-1. Ja, dann machen wir weiter. Jetzt gehen wir mal. Nein. Ich meine, Sie. Jetzt gehen wir gemeinsam ins Theater. Gehen Sie viel ins Theater. Graz ist ein sehr gutes Theater. Ja. Gehen Sie hin. Oh ja. Ehrlich? Ehrlich. Und gehen Sie in Flensburg ins Theater? Selten. Sie werden doch Lehrerin. Sie müssen sich doch fortbilden. Sie müssen doch die deutschen Klassiker kennen. Wie wollen Sie sonst Turnunterricht geben? Es ist nicht zu fassen. Ja, warten Sie auf. Ich halte nicht viel von Glaube und Schönheit. Sie halten nicht viel von Glaube und Schönheit? Ja. Nee? Auch Schönheit ist gar nicht schlecht, ne? Muss nur dran glauben. Nun, ich will etwas da vorweg sagen. Die Dekoration ist aus einem bestimmten Werk. Die Kostüme sind wiederum aus einem anderen. Und der Text ist aus einem dritten. Verstehen Sie? Und das müssen Sie nachher dann schön auseinanderklamüsern. Thomas Strux und Benno Sterzenbach haben uns die Freude gemacht, diesen literarischen Scherz mitzuspielen. Zwei arrivierte Schauspieler. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Lieber Benno, gleich geht's los. Es ist nett, Herr Strux, dass Sie diesen Blödsinn mitmachen. Aber es ist ja ganz interessant, das nachher zu raten. Darf ich Sie bitten, meine Herren? Ich bin halt hier erst kurze Zeit und komme voller Ergebenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Eure Höflichkeit erfreut mich sehr. Ihr seht einen Mann wie andere mehr. Habt ihr euch sonst schon umgetan? Ja, ich bitte euch, nehmt euch meiner an. Ich komme mit allem guten Mut, leidlichem Geld und frischem Blut. Meine Mutter wollt mich kaum entfernen. Möchte gern was rechts hier außen lernen. Da seid ihr eben recht am Ort. Aufrichtig, möchte schon wieder fort. In diesen Mauern, diesen Hallen, will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Ort. Man sieht nichts Grünes, keinen Baum. Und in den Sälen auf den Bänken vergehen mir Hören, Sehen und Denken. Das kommt auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind der Mutterbrust nicht gleich im Anfang willig an. Doch bald ernährt es sich mit Lust, so wird's euch an der Weisheit brüsten. Mit jedem Tage mehr Gelüst. An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen, doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen? Erklärt euch, ehe ihr weitergeht, was wählt ihr für eine Fakultät? Ich wünschte, recht gelehrt zu werden. Und möchte gern, was auf der Erden und in dem Himmel ist, erfassen. Die Wissenschaft und die Natur. Da seid ihr auf der rechten Spur. Doch müsst ihr euch nicht zerstreuen lassen. Ich bin dabei mit Seele und Leib. Doch freilich würde mir behagen, ein wenig
Freiheit und Zeitvertreib an schönen Sommertagen. Vergebens, dass ihr ringsum wissenschaftlich schweift. Denn jeder lernt nur, was er lernen kann. Doch wer den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann. Ihr seid noch ziemlich wohlgebaut. An Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen. Und wenn ihr nur euch selber traut, vertrauen euch die anderen Seelen. Besonders lernt die Weiber führen. Es ist ihr ewig weh und ach so tausendfach. Aus allen Gründen zu kurieren. Und wenn ihr halbweg ehrbar tut, dann habt ihr sie alle unterm Hut. Zum Willkommen habt ihr dann nach allen sieben Sachen, um die ein anderer schon nach Jahren steigt. Versteht das Pülzlein wohl zu drücken und fasset ihr mit feurig schlauen Blicken wohl um die schlanke Hüfte frei zu sehen, wie fest geschnürt sie sei. Das sieht schon besser aus. Man sieht doch wo und wie. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Und grün des Lebens goldener Baum. Vielen Dank. Anfang. Und Sie gehen hinein. Darf ich Sie bitten? Fräulein Dahl, was war das für... Moment, wir müssen Sie erst... Was war das für eine Dekoration? Die Schiffe im Sturm da hinten. Meinen Sie, zu welchem Theaterstück? Zu welchem Stück? Zu welchem Werk? Ich habe nicht gesagt Theaterstück. Es gibt ja noch mehr, was auf dem Theater gezeigt wird, außer dem Schauspiel. Zum Fliegenden Holländer? Richtig. Schnell den Punkt notieren. Der Fliegende Holländer. Und in welchen Kostümen war das gespielt? Besonders Herr Sterzenbach, also der etwas reifere Herr, vollere. Den musste man erkennen. Welche Figur hat der eigentlich kostümmäßig dargestellt? Gesprochen hat er ja was anderes. Ja, raten schlicht. Soll ich sagen? Ja. Soll ich sagen? Götz von Berlichingen, der Ritter mit der eisernen Hand. Wir sprachen gerade vorhin von der albanischen Währung. Ja. Da dachte ich, hätten Sie es noch. Verstehen Sie? Mhm. Der Ritter mit der eisernen Faust. Und was haben Sie gesprochen? Faust. Die beiden. Faust. Bleiben wir gleich bei Faust. Noch ein Punkt mehr. Bitte nehmen Sie Platz. Sie muss erst mir... sie muss ja alles wissen. Bitte nehmen Sie Platz. Fräulein Doktor. Sollen wir gar nicht sagen. Ins B. Fräulein Doktor ins B. Fräulein Losert. Sie gehen ja viel ins Theater, für Sie ist das gar kein Problem. Sie hat zwei richtige Antworten gegeben, zwei Punkte. Hatte sie schon. Und nun geht's los. Das war die Dekoration von? Vom Fliegenden Holländer. Ein Punkt. Die Kostüme waren vom Götz von Berlichingen. Vom Götz, leicht erkennbar an der... So hat man früher geboxt. Mit Hufeisen hatten die in der Hand. Wirklich. Und dann bis zum Umfallen. Und das dritte war Faust. Damit haben Sie drei Punkte. Jetzt steht es 4-4 und jetzt werden wir würfeln. Ach so, nein, jetzt werden wir erst... Pardon. Erst eine Stechfrage. Ich möchte jetzt... Darf ich Sie bitten, meine Damen? Wenn es auch immer Zeit kostet... Es ist vielleicht besser, wenn ich nicht sage, wer es zuerst beantwortet, sondern einer geht freundlicherweise drüben rein und stellt die Frage. Ja? Das ist immer so schwer zu sehen, sagt eine, ja, aber ich habe schon den Vornamen ausgesprochen, der andere hat nur den Nachnamen gesagt. Und es handelt sich nämlich um einen Namen. Welche gebürtige Amerikanerin, die in China aufgewachsen ist und die 1938 den Nobelpreis für Literatur erhielt, schrieb unter anderem den Roman Ostwind... Lass mich nicht mal ausreden, weil sie so intelligent ist. Ich danke Ihnen. Bitte nehmen Sie Platz. Da wollen wir mal sehen, ob wir würfeln müssen. Fräulein Dahl. Sie hat es gewusst, aber Sie wissen es auch. Doch. Es sei denn, Sie trotzen jetzt. Dürfen Sie nicht. Denken Sie an Ihre Kinderchen später. Ich meine, an Ihre Schulkinder. Welche gebürtige Amerikanerin, die in China aufgewachsen ist und die 1938 den Nobelpreis für Literatur erhielt, schrieb unter anderem den Roman Ostwind. Westwind. Curtis Back. Habe ich nicht gesagt, Sie wissen es? Habe ich nicht gesagt? Die Damen werfen uns wieder das ganze Programm durcheinander, weil sie alles wissen. Ja, Sie können gleichzeitig würfeln. Wohin auch immer, wohin Sie immer würfeln wollen. Sie können auch zusammen donnern, das ist doch alles Glück. 6-4. Aber Frauen werfen eben einfach gut. Eine 6. Jetzt. Sie haben 6,
Sie haben 4, womit ich Ihnen den 6 nicht absprechen möchte. Ja? Ich danke Ihnen. Moment, Moment. Wir sehen uns noch wieder, Fräulein Losert. Sie haben nicht verloren, das ist eine große Beruhigung. Ja, doch. Sie haben Pech gehabt beim Würfeln. Ja. Nee? Das ist ein großer Unterschied. Also nicht, wenn man verliert, ist auch nicht so schlimm. Hm? Aber Sie haben nur Pech gehabt beim Würfeln. Würfeln Sie zu Hause, knobeln Sie? Nix? Nein. Spielen Sie Karten? Nein. Pokern Sie? Nein. Skat? Nein. Ja, wovon leben Sie? Vom Gehalt? Haben Sie schon? Nein, haben Sie nicht. Vorläufig kostet es ja noch, ne? Mhm. Je länger Sie studieren, desto höher ist inzwischen das Gehalt. Bei der augenblicklichen so Trend in der ganzen Welt, nicht? Also lassen Sie sich Zeit, um studieren, ist bares Geld. Mhm. Denken Sie mal drüber nach, ist ganz logisch. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Maria, guck mich nicht so an, ich bin wieder heute recht albern, nicht? Nun, meine Damen und Herren, jetzt der am meisten beneidetste Mann am Theater, der Tenor. Ein neuer Tenor. Das heißt, für mich ist er eigentlich hier neu. Mit einer schönen Stimme, so wird er ja hier nicht singen. Ein Mann, dem man da wirklich eine große Zukunft voraussagen könnte, wenn er sie nicht schon gemacht hätte, die Karriere. Jung, gut aussehend, schöne Stimme, Tenor müsste man sein. Jan Buzea vom Opernhaus in Bukarest, Wien, Zürich, den umliegenden Ortschaften, ich weiß nicht, wo schon überall. Das sind die 3, die mir in Erinnerung geblieben sind. Singt zunächst für Sie Torna a Sorrento, Surriento vielmehr, Surriento, Torna a Sorrento. Und dann Heute Nacht oder nie. Meine Damen, versuchen Sie, mich nicht ganz zu vergessen. Jan Buzea. Ma non è me la sai.
dich einmal gesehen, kann ich dir nicht widerstehen. Und wenn ich denk an dich, all dich, all deine, denk ich bald Tag und Nacht. Seit ich dich einmal gesehen, bist du die Ruhe geschehen. Ja, ich weiß gewiss, dass diese Nacht und meine Darf ich bitten? England, Israel. Die Intellektuellen, Hornbrillenträger. Guten Abend. England. Ich sehe es. Was heißt, woran sehe ich es? Ich sehe es an dem Schild da. Israel. Sie kommen aus Israel. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten, ein bisschen was erzählen? Sie kommen von? London. Was David macht? Simon heiße ich. David Simon. Mhm. Mr. Simon, what are you doing in London? Ich schaffe. Sie schaffen? Mhm. Ah, Sie sind eine schwäbische Auswandererfamilie. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Also, ich habe Schwierigkeiten, wenn Sie Hochdeutsch reden. Ich habe mein Deutsch in Zürich gelernt und ich habe Schwierigkeiten mit Hochdeutsch. In Zürich? Und ich habe Schwierigkeiten mit Schweizerdeutsch. Ja, ich auch. Ja? Versuchen wir, können auch mal ein paar Brocken Englisch kriegen noch zusammen. Danke. Ich bin neulich bei Ihnen in Israel interviewt worden in englischer Sprache. Haben Sie sich amüsiert? Nein, es war ganz gut. Schade, er hat schon gewonnen. Es tut mir leid für Sie. Danke. Ich bin in Israel interviewt worden in englischer Sprache und er hat gesagt, es wäre ganz gut gewesen. Schon vorbei. Höflich, aber ganz sinnlos, nicht? Ich meine die Sprache. Ja, was machen Sie beruflich? Ich bin im israelischen Staatsdienst tätig und zwar im Fremdenverkehr. Oh, das sind aber ganz Gescheite. Ich habe da ein paar kennengelernt. Das muss man mal sagen. Die müssen, glaube ich, anderthalb Jahre auf die Uni gehen und dann jedes Jahr noch irgendwelche Kurse machen, nicht? Ja, so stimmt's? Ungefähr. Ja, es ist gewaltig. Also nicht so, wie nur wir sagen, hier drüben steht also Kunibetter Heizbare, 1614 bis 1721. Hier links sehen Sie den Trakt angebaut und Friedrich II. So ist es nicht. Gewaltig. Mein Kompliment. Tja, und Sie schaffen, was schaffen Sie denn? So bei einer Ölgesellschaft, Mineralölgesellschaft. Öl. Öl, ja. Mineralöl, nicht Ale. Nicht Ale, leider nicht. Das hätte ich gern. Klar. Jeden Tag 50 Liter Freibier, was? So. Das ist für Sie beide das Gleiche. Darf ich das schnell erklären? Wenn Sie mich nicht verstehen, außer Shalom habe ich nicht viel gelernt in Israel, dann fragen Sie. Das sind alles berühmte Gemälde. Ich will es Ihnen schnell sagen. Die Kamera fährt gleich ab. Der Mann an der 3 ist nämlich heute in Hochform, unser Jochen. Das hier ist das Paradiesgärtlein, ein unbekannter rheinischer Meister. Das hier ist Leonardo da Vincis berühmte Mona Lisa und zerbricht sich den Kopf, warum sie lächelt. Mein Bruder hat es erklärt, aber er ist ein Mediziner, das kann ich hier nicht erklären. Das hier, das ist Holbein, Bildnis des Kaufmanns Giese. Und das hier ist Selbstbildnis Albrecht Dürer. Und das ist Lukas Cranach, Venus. Man hat nun selten Gelegenheit, diese Bilder original zu sehen. Man sieht sie immer nur abgebildet in Zeitungen oder in Prospekten. Und jetzt ist unsere Frage an Sie nur, wir haben extra die Maße hingeschrieben. Welches ist Ihrer Meinung nach die richtige Originalgröße? Ist schwer. Aber hat einen großen Vorteil, man kann einfach raten und umgehen. Ja, klar. Da steht dann entweder richtig oder falsch drauf, R oder F. Mhm. Nicht? Ist klar. Hier, wenn Sie das umdrehen, steht da hinten entweder
richtig oder falsch. Und jetzt bitte beschäftigen Sie sich damit, Sie dürfen natürlich nur eins immer nehmen. Die Originalgröße. Gut raten, Mr. Simon, gut raten. Right? My picture. Die Mona Lisa. Mona Lisa. Das spielt ja Miselona, Mona Lisa, Mona Lisa. Das ist ein berühmter, ist er von dir eigentlich der Schlager, Willi? Leider nicht, was? Na, du hast andere, komm. Mona Lisa. Ja, tatsächlich, ich glaube, Tanzstunde früher. Ha, Feuerwehr. Wir sind noch zwei für Sie. Das ist ein interessantes Spiel. Hier hat auch einer eben kurz die Feuerwehr in Bewegung gesetzt. Ist nicht ganz einfach, ne? Ich sag's ehrlich, ich habe drei gewusst. Gut. 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 Das wär's. Ein Blick zeigt mir, Sie haben zweimal die Feuerwehr gerufen. Drei Punkte für Israel. Und hier ist die Feuerwehr beim guten Holbein. Paradiesgärtler, Mona Lisa. Wieso haben Sie das gewusst? Habe ich den genommen? Albrecht Dürer. Sehen Sie, da hat man was gegen die Beatles. Das war mal modern. Ne? Und die kleine Venus. Das sind vier Punkte für England, drei Punkte für Israel. Darf ich bitten, das wieder abzuräumen. Und jetzt, so, Dankeschön. Ja, jetzt muss ich den Anfang machen mit England und bitte Sie, ein bisschen, drüben gibt es ein bisschen Musik. Herr Gallo, wir haben vorhin in meiner Eingangsrede, ja, Dankeschön. Oh, da ist ja ein Knoten drin in dieser Entfernung. Huiuiuiui. Sehen Sie, jetzt geht's los. Jetzt haben die mir da einen Knoten reingemacht. Aber das macht nichts. Ist das wissenschaftlich? Ist nicht wissenschaftlich. Das ist heute schon, das weiß heute jeder. Mhm. Jeder weiß, dass das die Erde ist. Jeder weiß auch, dass sie in Wirklichkeit noch größer ist. Aber was, es stimmt ganz genau, dass sie so weit vom Mond entfernt ist. Und der Mond ist wirklich im Gegensatz zur Erde so groß. Und sie sind so weit entfernt. Das ist maßstabgerecht. Sicher. Ich verspreche es Ihnen. Das hätte ich nie geglaubt. Sehen Sie? Nein. So sind wir. Ehrlich. Auf den Zentimeter. So. Und das hier, jetzt geht's ja weiter. Das ist auch die Erde. Man sollte es nicht für möglich halten. Obgleich das auch noch nicht ganz so groß ist. Und das ist der Mond. Auch maßstabgerecht zur Erde. Und das hier ist die Entfernung Erde, Mond und so weiter und so weiter. Das sind jedes Mal hier 25.000 Kilometer. Dann sind das also hier 50 und so weiter. 75, 100, ja? Ich muss es umrechnen. Sie müssen umrechnen. In Yards? Oder Miles, Miles. In Miles. Ja. Ja, Landmeile, 1,6 Kilometer, nicht? Ja. Rechnen Sie um, die können ja rechnen. Sie sind ja Kaufmann. Wir wollen jetzt von Ihnen nur wissen, die mittlere Entfernung von der Erde zum Mond. Nehmen Sie den Mond, wer kann das schon? Nicht wahr? Und gehen Sie mit ihm los und bringen Sie ihn dahin, wo er hingehört. Die mittlere Entfernung Erde-Mond. Aha. Die Erde, sollen Sie hier? 25.000 Kilometer. Kilometer. 50.000, das sind jeweils 5.000 Kilometer, ja, von Strich zu verstanden. Strich. Jetzt muss ich umrechnen. Jetzt müssen Sie umrechnen. Das sind also über den Daumen, ja, über den Daumen 3.000 Meilen. Ja, 5 divided by 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Yes, that's right. Wenn Sie nicht zurechtkommen, ich habe noch 10 Finger. 15.000 Miles divided by 132. Aber Englisch sprechen Sie wirklich klasse. Ja. Nicht schlecht. Wie Öl. Pass auf. Also das sind immer, das sind 3.000 Meilen, würde ich sagen. Okay. Nun marschieren Sie mal los. Die anderen haben ja 14 Tage gebraucht. Das geht doch bei Ihnen viel schneller. Auch England auf dem Wege zum Mond. Das ist sehr interessant. Kleine Pause. Ich weiß nicht, wie weit Sie glauben, dass der Mond entfernt ist von der Erde. Das weiß ich ja nicht. Das sollen Sie mir auch nicht sagen. Das werden wir nachher ausrechnen. Actually, you divide by two. Bitte?
Ja, das war sehr schwierig. Müssen Sie durch zwei? Bitte, was muss ich? Divisieren. Ich muss überhaupt nicht dividieren. Nein. Sie müssen wissen, wie viele Meilen das entfernt ist. Aha. Erde, Mond, das müssten Sie wissen. Ah. Das stand ja so oft jetzt in der Zeitung. Ich meine, wir nehmen natürlich eine mittlere Entfernung. Mhm. Denn das ist ja nicht eine genaue Kreisbahn. Erstmal ein bisschen näher, mal ein bisschen weiter. Aber der mittlere Wert, der steht genau fest. Und das wäre es für Sie. Mhm. Da wollen wir uns das mal merken hier, ne? Wie viel haben wir denn da? Moment. Aha. 50, also 100, 200, 225.000 Kilometer. Die wären froh gewesen. So. Darf ich jetzt Herrn Galor bitten? Nehmen Sie Platz so lange. Jetzt. Take a seat, please. Mr. Simon. Sie können sich ruhig unterhalten, nur ein bisschen leise, nicht? Und sitzen bleiben dabei. So, darf ich Sie jetzt bitten? Mr. Galor. Erde, Mond. Das ist maßstabgerecht richtig. Das ist die Entfernung. Und wir möchten Sie jetzt bitten, diesen Mond hier, der auch zur Erde im richtigen Maßstab ist, das ist ausgerechnet, nicht wahr? Dorthin zu stellen, auf die Entfernung, wo er Ihrer Meinung nach steht. Sie brauchen also nur eigentlich wissen, die mittlere Entfernung Erde-Mond. Das sind jedes Mal hier 25.000 Kilometer. Jeder kleine Strich sind 5.000. Also es sind 25, 50, 75, 100, 125, 150, etc., etc. Das ganze Problem ist, Sie müssten wissen eigentlich, wie viele Kilometer Ihrer Meinung nach der Mond von der Erde entfernt ist. Da es in letzter Zeit so oft in der Zeitung stand, dachten wir, vielleicht kann man es annähernd behalten haben. Würden Sie bitte den Mond nehmen und mit ihm wandeln? Wenn ich weiß, wie viel die Länge von dem ist, kann ich Ihnen gleich ganz genau sagen. Ja, das können Sie ja vielleicht schätzen. Aber wenn Sie sowieso die Entfernung wissen, marschieren Sie mal. Guter Mond, du gehst zur Stille. Das sind 25.000. Das sind jeweils 5 dann, also jeder schwarze Strich. Nee? Schreiten Sie es ab. Das sind 100, wo ein, das sind 100.000, wo ein großer schwarzer Querstrich ist. 100, der nächste ist da drüben, das sind 200. Aha, dann ist Ihrer Meinung nach Mond, Erde 100.000. 175.000 Kilometer entfernt. Ja, wenn man nur bedenkt, dass es in Wirklichkeit 386.000 sind, dann wären Sie sehr viel schneller auf dem Mond gewesen. Und für wie viel konnten Sie sich entscheiden? 225.000. Sie sind also dichter dran. Ja? Da wird, aber ganz dicht ist keiner dran. 2 Punkte für England, 1 Punkt für Israel. Das ist mit einem Punkt die Hälfte ja noch ganz gut bedient, nicht wahr? Aber mehr können wir da nicht geben. Und er kriegt 2, weil er ein bisschen besser war. Gleich auch weit davon entfernt ist. 6-4 für England. Mr. Simon, see you later. Wirklich? Wirklich? Wir sehen uns noch einmal. Er kann es nicht fassen. Mr. Galor. 4-mal Gold. Da reicht für Manschettenknöpfe. Ja. Herr Galor, ich danke Ihnen. Kehren Sie heim nach Israel. Ja. Herzliche Grüße. Und ich beneide Sie, ich würde ganz gerne noch mal wieder hin. Es ist ein bisschen weit. Nicht so schlimm. 3,5 Stunden. 3,5 Stunden, ja, aber 1400 Mark. Das stimmt. Gut, danke schön. Vielen Dank. So, meine Damen, darf ich Sie begrüßen? Sie kommen aus Frankreich. Guten Abend. Und Sie kommen aus Ungarn. Sie schauen mich ganz ängstlich an. Tja, meine Damen. Aber kleine Frauen sind ja nett, nicht? Gibt so ein Gefühl der Überlegenheit, wenn man groß ist. Aber es ist täuscht, es ist nur rein optisch. Sie kommen aus? Toulouse. Aus Toulouse. Kennen Sie Lautrec? Nee. Aus Toulouse. Da gibt es den blöden Witz mit Tutus, Tutulus. Den wird der Engländer sicher kennen. Nicht? Kennen Sie den? Kennt doch jeder. Ein Engländer geht in Toulouse an den Bahnhof. Da sitzt ein Beamter und der macht den Schall und sagt, hä? Sagt er, Tutus, Tutulus. Dann macht er, tä, 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 tä. Ist uralt. Uralt. Und Sie kommen von wo? Aus Budapest. Schaut mich so kritisch an. Ich tue Ihnen nichts. Ich schaue. Ne? Also, was machen Sie in Toulouse? Ich studiere Germanistik. Germanistik, darum sprechen Sie so gut Deutsch. Ja. Ja, prima. Ich habe nicht gesprochen. Doch, Sie haben guten Abend gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie aus Toulouse kommen. Und so gut ausgesprochen, ich merke das gleich. Eine Leistung. Eine Leistung, ja. Und was machen Sie in Budapest? Ebenfalls. Ich studiere
der Germanistik. Dann könnte ich ja Deutsch sogar unterhalten. Dann verstehe ich nicht. Ja, dann wollen wir mal, nicht? Meine Damen. Bitte, was ist? Verstehe nicht. Ist was? Ja, ich weiß. So. Wir haben ja wieder mal schönen kalten Winter, Eislaufen, kennen Sie. Und zu diesem Eislaufen, da suchen sich ja die Paarläufer immer Musik heraus, ja? Nachdem sie Paarlaufen. Diese Musik ist schon sehr bekannt. Die wäre auch sogar bekannt ohne Schlittschuhläufer, aber man hört sie immer wieder im Eisstadion. Und jetzt wird Anna-Luise Schubert und Helmut Ketels werden jetzt eine Parodie tanzen auf ein Eispaar, auf ein schlittschuhlaufendes Paar, allerdings ohne Schlittschuh. Und dazu wird Musik gespielt. Und Sie sollen dann nachher erraten, darf ich Sie hier vorbitten, welche Musik ist das gewesen, ja? Anna-Luise Schubert und Helmut Ketels, darf ich Sie bitten? Kommen Sie vielleicht hier rüber, meine Damen. Vielen Dank, Anna-Luise Schubert und Helmut Ketels. Darf ich mit Ihnen den Anfang machen? Sie sind so nett und gehen da drüben hinein. Giselle. Es waren vier verschiedene Kompositionen. Es ist mir gleich, ob Sie jetzt den Komponisten nennen oder den Titel der Komposition. Das ist egal. Was war's? Was haben Sie erkannt? Das erste Stück. Auch die Reihenfolge ist egal. Eine spanische Musik ist gekommen, glaube ich. Also eine spanische Musik ist nicht gekommen. Das wäre auch nicht genug. Entweder den Titel oder den Komponisten. War kein Spanier dabei. Nein, nicht beim ersten Stück. Die Reihenfolge ist egal. Sie können nur. Was haben Sie überhaupt erkannt? Das von der Musik? Diese Stücke kenne ich nicht. Die kennen Sie nicht? Nein. Gar keins?
Eigentlich nicht. Könnten Sie vielleicht uneigentlich eines wenigstens sich herauslocken lassen? Hm? Das letzte? Da, 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 da. Hm? Davon, ja. Amerika? Ja? Das ist eine Operette. Ein Musical? Und das heißt? West Side Story. Ja, also einen Punkt habe ich doch schon noch rausgequält. Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt. Von Tschaikowski war auch eins, war nicht das erste. Aber Tschaikowski. Ja. Die Reihenfolge ist egal. Tschaikowski haben Sie erkannt. Okay. Und West Side Story haben Sie erkannt. Und fehlen noch zwei. Ja. Zwei Punkte haben wir schon. Elke, die Punkte. Fürchterlich, ich habe die Melodien vergessen. Die Melodien vergessen, das ist natürlich dumm. Die Melodien vergessen. Wenn Sie die Titel wenigstens behalten hätten. Na, zwei ist auch schon ganz schön, ne? Waren Sie bestimmt. Hm? Hört's nichts mehr? Die machen das raffiniert. Haben Sie mal getanzt? Haben Sie mal getanzt? Ballett? Nee. Nie. Entschuldigung. Weil Tänzerinnen stehen da auch immer so. Erste Position, so rum die Beine und so, ist immer wunderbar. Hört nichts mehr? Nein? Nein? Gut, zwei Punkte. Dankeschön, Giselle. Bitte nehmen Sie Platz. Sie muss ja erst mehr wissen. Christina. Ja, Fräulein Ferenczi. Ist Ferenczi richtig ausgesprochen? Nein. Wie heißt es denn? Ferenczi. Ferenczi. Ja. Zi. Ich danke Ihnen. Wollen wir uns bitte weiter hier rüber begeben? Ja. Wir können es ja zu Fuß, da mal ganz schnell. Fräulein Ferenczi. Ferenczi? Ferenczi. 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 Christina, sage ich. Fräulein Christina. Das ist für mich leichter. Gestatten Sie mir das. Ja, bitte. Danke. Nun, was haben Sie erkannt? Welche Komponisten? Zuerst war Sinding Frühlingsrauschen. Nein, das war nicht Sindings Frühlingsrauschen, nein, das war Gershwin. Ach so. Naja, und die nächsten? Dann Le Prélude von Liszt. Liszt, jawohl, das war Le Prélude von Liszt, das zweite. Dann Schwanensee von Tschaikowski. Es war Tschaikowski. Und ist egal, ob Titel oder Komponist. Tschaikowski, Liszt, Tschaikowski sind zwei, was war das letzte? West Side Story von Bernstein. Ausgezeichnet, drei Punkte. Jetzt steht es 3-2. Jetzt machen wir gleich weiter. Meine Herren, darf ich Sie bitten, viele Köche, hieß mal ein Fernsehspiel, wir haben es wiederholt heute, alles original Küchenchefs, keine Laien verkleidet, echte Köche. Für Sie, meine Damen, vom Kochen verstehen Sie doch wirklich was. So, das sind die modernen praktischen Küchen, die fährt ein Mann ganz alleine. Schauen Sie mal an hier, was hier für ein Küchenverkehr herrscht. Ich mache vielleicht mal mit Ihnen jetzt den Anfang. Christina, bleiben Sie noch ein bisschen sitzen. Wir wollen das der Reihe nach abgehen, sonst wird das so ein Durcheinander. Hier drüben wurde für Sie etwas gebrutzelt. Ja? Und Sie sollen es nur, sind Sie schon so weit? Sie sollen nur erkennen, was hat er gemacht. Wenn Sie es in Deutsch nicht wissen, meistens ist es ja international, dann sagen Sie es ruhig in Ungarisch, wir haben jemanden, der das übersetzt. Das nicht, das kriegt die Dame aus Frankreich. Sie sind gleich dran. Bleiben Sie noch einen Moment sitzen. So, was ist das? Darf ich Sie bitten, vielleicht so rumzukommen, damit auch die Leute zu Hause ein bisschen Appetit kriegen? Kennen Sie diese Dingerchen? Ja, ich glaube, das ist etwas Italienisches. Das ist etwas Italienisches, sehr gut. Wo kochen Sie sonst, Meister? Flughafen-Restaurant Frankfurt. Im Flughafen. Da wird das auch viel gegessen, ne? Ja. Italienisch, na, was ist es? Wenn Sie den Namen wüssten, ja, das ist ja das beim Quiz immer die Sache. Wenn man es wüsste, hätte man es ja schon viel leichter. Wissen Sie es vielleicht in Ungarisch? Vielleicht gibt es auch einen ungarischen Ausdruck dafür. Gibt es nicht. Aber Sie kennen es. Ja. Ja, wollen wir es noch ein bisschen aufheben? Vielleicht fällt es Ihnen hinterher noch ein. Nee. Nee, das sind Ravioli. Nee. Ravioli, da brauchen Sie niemals mehr ärgern, wenn Sie es nicht gewusst hätten. Ravioli. Und was haben wir hier? Ich glaube, das kennen Sie. Namenmeister, würden Sie uns vielleicht sagen, was da alles so drin ist? Ja, da ist also der Hauptbestandteil ist Kraut, frische Gemüse und rote Rüben und als Vollendung ein Löffel saure Sahne. Aha, das lässt auf eine gewisse Himmelsrichtung schon schließen. Können Sie probieren möchten? Nein. Das ist aber ausgezeichnet. Bitte probieren Sie. Das sieht etwas fremdartig aus. Na, aber Sie kennen das ganz bestimmt. Ich? Haben Sie oft gegessen? Sieht nach Stier aus. Nach was? Also Stier, Russisch. Russisch, ja. Russisch. Ja, wie heißt das? Was haben Sie gesagt? Stier, das ist
Braut so flauert. Ja, ist jemand hier, der Ungarisch noch besser spricht als ich? Nee, das ist der russische Name. Das ist ein russischer Name, ja? Könnte ja sein, dass es im Ungarischen anders heißt. Will Sie nicht benachteiligen. Aber ich kenne auch nur den russischen Namen. Kennen Sie? Ja, das ist dumm. Ich muss immer die Antworten wissen. Das ist das Furchtbare. Borsch. 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 Das hätten Sie aber gewusst. Ja. Aber hier können Sie sich jetzt richtig ärgern. Das haben Sie ja gar nicht gewusst. Hier können Sie sich jetzt ärgern. Aber Sie wollen sich nicht ärgern. Und was ist denn das hier Schönes? Schauen Sie mal. Für die schlanke Linie. Ich habe ein tolles Mittel gefunden, wenn man zu korpulent wird. Einfach die Anzüge weitermachen lassen. Fabulous. Ja, Sie machen das auch, was? Ja, ja, Salzburger Nocker. Na, ein Glück. Ein Glück. Einen Punkt noch für Ungarn. Bitte nehmen Sie Platz. Jetzt haben die Salzburger gezittert, dass ihre weltberühmten Nockerl nicht erkannt wird. Giselle, darf ich Sie jetzt bitten, hier drüben? Meine Herren, ich danke Ihnen für die wunderbare Zubereitung und die Sachen. Das wird ja nachher bestimmt gegessen. Wollen wir da vorne mal anfangen machen? Hm? Gehen wir mal vor. Gehen wir mal vor. Namen, Chef. Geht. Wo kochen Sie denn jetzt noch rum? Oder sind Sie schon auf dem Ruhe? Ich bin Privatkoch, ich koche nur noch für meine Frau. Aha. Oh, kritisch, ne? Ja. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Na, wahrscheinlich eine Käsesoße, oder? Ja, eine Käsesoße. Hat einen bestimmten Namen. Hat sogar einen französischen Namen. Emmental vielleicht? Emmental ist ja weder gehört zu Frankreich, noch ist ein französischer Name, so will ich. Meine französischen Kenntnissen könnte auch sein, dass Emmental französisch ist, aber ich würde immer sagen, nein. Wie heißt das? Das Käse ist ja richtig. Fondue. Wollen Sie es probieren? Lieber nicht? Wenn Sie zu dick? Nein. Da ist doch Kirschwasser drin, ne? Ja. Ist das richtig? Das ist das Furchtbare in meinem Beruf, dass man alles kontrollieren muss. Wenn Sie jetzt, stehen mal. Es könnte doch sein, mögen Sie Kirschwasser? Es könnte doch sein, dass da Wasser drin ist. Ne? Wollen wir das probieren? Also essen tut sie nicht viel, aber reinschmeißen tut sie einen. Das habe ich ja schon. Ist es echt? Ich hoffe ja. Ja, Moment, ich sag's Ihnen gleich. Hm? Ist echt, Gott sei Dank. Ich danke Ihnen, ja. Wir haben schon solche Sorgen, dass bei der was nicht stimmt. Dankeschön. Jetzt gehen wir hier mal her. Vielleicht treten Sie hierher, dann können wir den Leuten zu Hause mehr Appetit machen. Das ist also aus der Schweiz, das haben wir also festgestellt. Da drüben war also Italien, Russland und Österreich, das ist Schweiz, das ist richtig geraten. Einen Punkt, notiert. Und was ist das hier? Das ist Sauerkraut, Fleisch. Ne? Ja, Fleisch. Das ist wahrscheinlich aus Deutschland. Ja, das ist Deutschland. Das ist schon in Ordnung. Sie sollten ja nur wissen, die Nation. Sauerkraut. Nicht umsonst haben wir den stolzen Namen Krauts bei den Amerikanern. Und das Tolle ist, es nämlich schmeckt außerdem auch noch großartig. Da kann man zum Nationalisten werden. Ja, die ist echt. Ich brauch's gar nicht zu probieren, hat mir das versichert. So, richtig. Jetzt gehen wir weiter. Das ist der zweite Punkt für Sie. Und jetzt geht's hier los. Festliche Illumination. Die ganze Sache wird angesteckt. Sehen Sie? Und dann serviert. Was ist das? Wollen Sie es mal kosten? Das ist sehr gut. Ein bisschen Soße. Kochen Sie zu Hause auch, Chef? Ja, gerne. Ja? Ja. Aber immer. Essen Sie auch das, was Ihre Frau kocht? Ja, das ist. Kritiklos! Genau. Ja? Ja. Die hat sie schon ganz schön zusammengekocht. Schon richtig gedämpft, hat sie sie, hm? Ja, nein, sie kocht sehr gut. Kocht sie sehr gut. Bei Ihnen aber gelernt natürlich. In der Zeit lernt man das ja auch nicht. Ja, klar. Wenn man mit dem Koch verheiratet ist. Was ist das jetzt? Wo stammt das her? Aus welchem Land? Dieser berühmte. Ganz berühmter. Hm? Ach, der brennt ja. Der brennt herrlich, was? Aus England. Ja, das ist England. Und wie heißt das Ding? Pudding. Ja, und wie heißt das? Nicht ganz. Pudding ist richtig. Und vorher heißt er noch? Jawohl, Plumpudding, Plumpudding. Ausgezeichnet. Danke, das ist der dritte Punkt. Ich danke Ihnen. Meine Herren Küchenmeister, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie sich jetzt in Bewegung setzen würden und Ihre Küche wieder abfahren. Geben Sie mal ein bisschen was auf da draußen. Also nicht alles da. Jetzt. Dankeschön. Meine Damen, darf ich Sie wieder vorbitten? Wie sieht es denn aus? 5-4 für Frankreich. Wir sehen uns noch einmal wieder. Sie haben, und von Ihnen darf ich mich fragen, Christina, ich möchte es aber nicht tun, ohne Sie zu vergolden. Kommen Sie ein bisschen her. Sonst glauben die Leute wieder nicht, dass echtes Gold ist. Ich muss mal wieder hinhalten hier. 4 Goldstücke. 4 Goldstücke für ein Goldstück. Das sind Sie. Dankeschön.
Wiederschauen. Vielen Dank, Christina. Dankeschön. So. Meine Damen und Herren, und jetzt das tschechoslowakische staatliche Tanzensemble. Folklore, Volkstänze mit eigenem Orchester, auch in Kostüm, unter der Leitung von Jaroslav Vodnanski. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig ausgesprochen habe, die skeptischen Blicke sehe, und wünsche Ihnen auch dazu gute Unterhaltung, viel Vergnügen. Zuerst ein Tanz mit Äxten, das stammt aus der Zeit, also aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, als Sie noch als Holzfäller mit diesen Äxten unterwegs waren. Heute sind Sie also schon ein bisschen kleiner. Nicht die Holzfäller, aber die Äxte und auch aus Holz. Aber die machen damit unwahrscheinliche Sachen. Und dann kommen die obligaten Mädchen dazu, sehr hübsch, sehr bunt, sehr, sehr nett. Und dann, na, was sich daraus so alles ergibt, viel Vergnügen mit dem tschechoslowakischen staatlichen Tanzensemble. Bis gleich. Hey, 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 hey
was ich mit meinem prophetischen Gemüt vorausgesagt habe, im Auftrag des Oberbürgermeisters von Mainz ist angerufen worden, die Damen aus Graz und aus Bredstedt sind eingeladen zum Rosenmontagszug in Mainz. Es erfolgt noch eine schriftliche Einladung, meine Damen. Herzlichen Dank. Darf ich Sie bitten, meine Herren? Wir wollen jetzt mal auslosen, wer mit wem. Ist egal. Ist ganz egal. Was? Ah, den brauchen wir gar nicht so viel zu wechseln. Österreich, Tschechoslowakei, die lieben Nachbarn. Und England, Frankreich, Nachbarn durch den Kanal getrennt. Nicht wahr? Die alte große Allianz ist wieder ausgebrochen. Passen Sie auf, es geht um Folgendes. Darf ich Sie bitten, hier drüben sich dieses Grammophons zu bemächtigen? Es ist nicht aufgezogen. Und Sie nehmen das hier. Das sind so relativ moderne Apparate, weil sie schon mit Handbetrieb sind. Früher waren sie ja noch mit Fußantrieb. Ich weiß nicht, ob Sie das noch sich entsinnen. Passen Sie auf Folgendes. Sie bekommen jetzt die Augen verbunden, beide. Sie auch. Schauen Sie sich vorher genau diesen Apparat an. Mr. Simon, schauen Sie sich vorher genau an. So wird er angestellt, ja. So wird er abgestellt. Ja? Ja. Hier gehört eine Nadel rein. Hier liegen die Nadeln. Mhm. Hier unten liegt eine kleine Schallplatte. Alles gesehen? Mhm. Ja? Die kommt da rein und muss dann da aufgelegt werden. Aus welchem Apparat zuerst Musik erklingt, echtes Holz, der bekommt den Punkt. Ja? Alles dicht? Dürfen wir Sie auch... Ja, mit Brille geht nicht, dann sehen Sie ja zu viel. Trotzdem müssen wir Ihnen die Augen zubinden. Das sei. Ist schön, schön, ja? Nicht dran rumfummeln, stellen Sie schön zusammen. Nicht schon üben, nicht schon üben. Sehen Sie, ein Stückchen tiefer und dann können Sie die Bank von England ausrauben. So. Lassen wir das Geld von den Posträubern ist immer noch nicht da, ne? In England. Ich höre nichts, weil ich sehe nichts. Also, wenn man nichts... Sehr, sehr richtig. Die Sinne gehören zusammen, da haben Sie vollkommen recht. Jawohl. Ich rieche auch nie was, wenn ich nichts fühle, das ist nämlich genau dasselbe. So. Darf ich bitten, fangen Sie an, wo zuerst Musik erklingt. Teilen Sie sich das genau ein. Sie spielen nicht mit. Wollen Sie ihm nicht helfen? Wollen Sie ihm nicht ein bisschen helfen? Sie können vielleicht das Grammophon aufziehen. Ja, müssen Sie drum rumgehen. Die liegt unterm Tisch. Schau mal, England macht alles alleine und Frankreich guckt zu. Die müssen ja eine EWG, die brauchen wir ja dringend. Die Jungs, die arbeiten ja, das ist ja nicht auszuhalten. Anstellen, aber aufdrehen müsste man noch. Ja, und anstellen. Ja, sehr schön. Ist doch sehr schön. Hier wird auch gedreht. Hier wird auch gedreht. Moment, Moment. Anstellen müsste man. Ich höre schon was. Jetzt höre ich hier auch was. Dankeschön, Dankeschön. Dieser Punkt geht an Österreich, Tschechoslowakei. Sehr hübsche Musik. Das war falsch. Sie hat nämlich gar nichts getan. Nachher war sie sehr gut. Sie drehte nur zu spät. So manches Ding wird zu spät gedreht. Und das ist der Fehler. Man muss sich... Klingt schön, ne? Aber so schön klingt es nur auch wieder nicht. Entsinnen Sie sich? Die Herren? Schön gescherbelt, hm? So, danke schön. Das war ein Punkt für Sie. Darf ich bitten, hier unsere beiden Sinfonieorchester wieder abzuräumen? Vielleicht sind Sie so nett und nehmen Platz. Sie sind erschöpft, Sie haben einen Punkt gewonnen. Und jetzt darf ich Sie beide bitten, Mr. Simon und Giselle. Es geht um Folgendes. Ich stelle drei Fragen. Wer sie beantwortet, ist mir egal. Der andere müsste dann nur mit diesem Fußballspiel sich ein bisschen vertraut und bekannt machen. Aha. So, passen Sie auf. Treten Sie bitte von der Bahnsteigkante zurück. So. Dieser Bursche hier, der marschiert, sehen Sie? Wohin Sie diesen Knüppel drücken, da geht er auch hin. Gewaltig, ein Wunder der Technik. So, da steht er wieder. Wenn die ist unglaublich, nicht? In Deutschland gemacht. In Deutschland gemacht. Made in Germany.
Wir exportieren sowas auch. Nur der Export ist jetzt zu teuer geworden bei uns mit den 4%, wissen Sie? Ja, und wir können es nicht bezahlen. Das Beste ist, wir tun uns zusammen. Ne? Das möchten wir, aber das die Franzosen... Naja, wir haben es ja eben gesehen, Sie drehen spät dran, aber Sie werden auch noch mal dran drehen. Wer möchte jetzt hier Football und wer möchte antworten? Also der Mann spielt und die Frau arbeitet. Antwortet. Ja, der Mann spielt, die Frau arbeitet. Schöne Arbeitsteilung. Unter diesen... Nein, ich bin völlig ungeschickt. Sie sind völlig ungeschickt. Gut, dann ein Ball. Wenn Sie die erste Frage nicht beantwortet, haben Sie 20 Sekunden Zeit. Der Enger ist eine berühmte... Ja, kein Problem. Hier.